Nachdem wir im letzten Part das Haus mit der guten Kara hier aufgeräumt haben, ist das Kind, nachdem wir mit ihm gesprochen haben, einfach abgehauen und hat uns den Schlüssel gegeben. Und wir wollen jetzt wissen, was in der Büchse der Pandora hier ist. Also schauen wir einfach mal rein. Sie hat uns ja nicht umsonst den Schlüssel gegeben. Vierklettriges Kleeblatt. Ein Familienfoto. Auch wenn Tod da noch ziemlich viel besser aussah. Was haben wir hier? Okay. Ein Kind. Wahrscheinlich sie, was weint und blutet. Das ist wohl viel mehr Tod. Das sind wir. Wie Todd uns schlägt. Warte, Todd hat uns zerstört? Es war kein Unfall. Todd hat uns demoliert. Jetzt wissen wir Bescheid. Wir wurden von Todd zerstört. Alles klar. Der Bastard. Der Typ hat sich null unter Kontrolle. Weder sich noch sein Leben noch sonst irgendetwas. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ist er auch. Na, scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Entspann dich mal. Denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Hey, was denn? Ist dein Kind runter? Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Das Kind kann einem echt leid tun. Mit so einem, sagen wir mal, Vater gestraft zu sein. Wow, gar nicht so einfach. So, schauen wir uns mal an. Wir haben fast alles gemacht, was man hätte machen können. Kara sieht eine Waffe. Haben wir. Und das Wichtige war noch, Kara entdeckt eine weitere, einen Weg nach unten. Einen Weg nach unten? Nein. Kann ich mir gar nicht erinnern. Naja, gut. Das ist eher alles ein bisschen unnötig mit diesen, finde ich, mit diesem Überblick da. Naja. Jetzt sind wir wieder eher hier. Von dem wir noch keinen Namen haben, kein gar nichts. Mit dem wir im letzten Part ein Paket abgeholt haben. Okay, er ist Markus. Verstehe, das ist mal eine intelligente Tür. So, legen wir erstmal das Paket ab. Ist das wirklich unser Haus? Das Android? So. Naja, gut. Wow. Alle Türen gehen automatisch auf. Ein Vogelkäfig.
Oh, der hat zwei Vögel da drin. Ne, die sind tot oder die sind ausgestopft. Einschalten? Was? Okay. Ich wollte gerade schon sagen, dass echte Vögel, für die ist sowas hier der Horror viel zu klein. Warum man sich Computervögelchen anschafft? Na gut, die machen wenigstens keinen Dreck. Naja. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum man so etwas haben will. So, was können wir hier alles tun? Kümmere dich um Karl. Wecke Karl im Obergeschoss. Gut zu wissen. Aber erstmal schauen wir uns unten um. Unser Herr, sagen wir es mal so, scheint ja etwas mehr betucht zu sein. So wie dieses Gebäude hier aussieht. Bring das Tablett zum Esstisch. Aber ich wollte mich erst umschauen. Naja. Das scheint wohl erstmal jetzt nicht zu gehen. Erstmal das Tablett ablegen. Sind das denn das Feigen? Ich meine, das waren Feigen. Was für eine Hütte hier. So. Hier scheint nichts mehr zu sein in der Küche. Okay, dann schauen wir uns hier weiter um im Esszimmer. Das ist der Fernseher? Really? Krass, funktioniert. The fuck? Der hat eine Giraffe hier stehen? Also. Wow. Das ist immer ein fettes, ausgestopftes Tier. Aber sehr geschmacklos. Und dieser Fernseher funktioniert von beiden Seiten. Das ist perfekt. So. Was haben wir hier? Der Nordpol. Wieso Russland ihn will? Bonuskultur. Wieso Banker sich selbst so viel zahlen? Der Nordpol. Wieso Russland ihn will? Tiefgefrorene Schätze. Russland Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthesierung von Tririum benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das BIP. Zusätzliche Triumph-Reserven würden beiden Nationen erlauben, modernere Android-Modelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Führt man noch eine strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregierung. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsident Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach, Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass sie das verstehen. Alles klar. Die Ressourcen sind wohl knapp. So, Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Ja, nicht undenkbar. Nur was zur Hölle, wo zur Hölle ist Titan?
Die Adrin-Sonde, die vor 19 Jahren zur Methaneis-Oberfläche des Titans aufgebrochen ist, hat eine Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hundert von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasser-Ozean leben, der von einer dicken Eisschicht geschützt wird. Nachdem auf Enceladus eine weitere Satelliten der Saturn ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Klar, warum nicht? Warum soll es nur uns bei uns die perfekten Bedingungen geben? Ein NASA-Sprecher antwortete auf diesen jüngsten in der Reihe von Beweisen für Leben auf anderen Planeten unsere Androiden-Experimente zu Io ist einer unserer vielen Reisen mit dem primären Ziel, extraterrestrische Lebensformen zu entdecken. Joseph Graf, Leiter der Humanisierung bei CyberLife, betonte, wie wichtig den Unternehmen die Partnerschaft mit der NASA sei. Unsere Raumfahrer-Androiden werden für Langstreckenmissionen dieser Art entwickelt und wir sind stolz, dass unsere Modelle Wegbereiter der menschlichen Forschung sind. Ja, dafür sind Androiden natürlich auch ziemlich gut, gerade wenn es mal weitergehen sollte, weil, ja, der Mensch kann nicht ewig reisen, irgendwann ist er alt und stirbt und wird schwach. So, was haben wir hier? Ein Schachspiel. Silber gewinnt in 3 Zügen. Alles klar. Ich kann kein Schach. Ja, und das ist ja wohl das Geschmackloseste, was ich je gesehen habe an Dekoration. Naja. Wenn er meint. Können wir nicht hoch? Kann ich mich wegbewegen? Danke. Den Globus drehen. Ja, wo ist Detroit? Zeig mal drauf. So. Bücher. Ach, ein Löwenfell, natürlich. Die Tiere haben auch so schon genug Probleme, ohne dass du sie als Dekoration benutzt. Testen? Scheint zu funktionieren. Und ein bisschen was klimpern können wir scheinbar auch. Was zur Hölle? Okay. Ist das hier das Haus von Tony Stark? Oder habe ich irgendwas verpasst? Er scheint künstlerisch veranlagt zu sein. So, dann können wir aufräumen. Dann tun wir das doch glatt. Warum hat er hier so einen Industriebauarm? Für was? So, das ist ganz cool übrigens mit den Rollläden hier gewesen. Mit Vorhängen. So, aber ich glaube, hier gibt es nicht sehr viel. Fahren die auch wieder zu? Wenn wir draußen sind? Nein, die bleiben offen. Okay, gut. Ja, da haben wir schon geschaut. Dann, wenn wir hier unten nicht mehr weiter können, geht es hoch. Dann gehen wir ihn mal wecken. Was wir die ganze Zeit schon machen sollten. Was für ein Kronleuchter, was zur Hölle, was soll das sein? Babys, obenrum Mensch, untenrum
ich weiß nicht, Frosch? Nixe? Irgend sowas. Was haben wir hier? Ja, Kunst. Wow. Wow. Ja, da macht ziemlich... Oh, das ist so ein Lift, okay. Scheint wohl doch etwas älter schon zu sein. Was hat er hier alles rumhängen? Er hat ja echt einen Fetisch dafür. Also, wer es schön findet... Ich finde es nicht so toll, tote Tiere gar ausgestopft irgendwo rumliegen zu haben. Finde ich jetzt nicht so dekorativ. Aber muss ja jeder selber wissen. Wenn es Spaß macht, sich von einem toten Tier anschauen zu lassen. Jedem das selber. So, aber hier müsste er dann jetzt langsam mal sein, oder? So, ziehen wir mal die Vorhänge auf. Aufstehen. Es wird Zeit. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Ja. Du vergisst nie irgendwas. Dafür sind wir eine Maschine. So, was soll man tun? Kümmere dich um Karl. Verabreiche Karls Medikamente. Ja, wirklich fit scheint er ja nicht zu sein. Was sind hier Medikamente? Geht's hier? Nein, hier geht die Tür nicht auf. So, hier sind die Medikamente. Was ist das? Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht, okay. Und schon wird es unangenehm. Tja. Aber besser ist das. Tuck. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey. Was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. Und, hopp, helfen wir ihn mal. Ach, wir heben ihn komplett. Okay, ich verstehe. Der gute Mann ist ja scheinbar ganz schön krank. Na gut, der ist auch im Rollstuhl, ne? Da ist wohl das, was ihm bleibt, also letztlich die Kunst. Ja, zum Glück hat er einen Androiden, der sich um ihn kümmert, nicht wahr? Der für nichts anderes da ist, kein eigenes Leben hat. So. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Mhm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich will nicht rückwärts laufen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Naja. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Steuerung, please. Kamera? Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Das ist cool. Zack, und wie schnell vor allem. Das ist cool, dass er sich mit dem Rollstuhl integriert. Ja. Schieben wir nicht weiter.
Wo willst du überhaupt hin? Bring Karl zum Esstisch. Okay. Dann gibt's Happa Happa. Fahren wir über den Zebrastreifen. Ja, der war schlecht. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. The fuck? Diese Drehung habe ich nicht gemacht. Da hat das Spiel wohl seine eigenen Willen entwickelt gehabt. Was fällt ihm ein? Ist doch nur ein bisschen Technik. So, voila. Oh, ich will auch. Fernseher. Finde ich auch ein bisschen was? Der Speck sieht gut aus mit den Eiern. Hätte ich jetzt auch Lust drauf. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. So, was sollen wir denn tun, während er frühstückt? Such dir eine Beschäftigung. Ja. Können wir Klavier spielen? Nein. So, das Gelbe sind scheinbar die Optionen, die wir haben, um uns irgendwie zu beschäftigen. Wir können lesen. Oder? Nein, das habe ich schon gelesen. Das interessiert mich nicht. Fernseher aus. Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. Das ist halt das, was den Menschen ausmacht. Um an diesem Punkt anzukommen. Da hat er irgendwie recht. Der Mensch ist... Was ist mit der Kamera los? Ja, der Mensch lernt irgendwie nie wirklich dazu. Wir sollen uns immer noch Beschäftigung suchen. Da können wir noch was machen. Oder Schach spielen. Können wir uns jetzt für eins entscheiden? Ich will ein bisschen Klavier spielen. Wenn ich schon die Wahl habe. Hinsetzen, ja. Schauen wir mal, was wir so können. Zeigen wir unsere Klavierskills. Wir spielen etwas Hoffnungsvolles am Morgen. Ah, okay, ich muss auf dem Pad rum touchen. Je schneller ich mache, desto schneller spielt er auch. Ist ja fast wie Guitar Hero. Schönes Lied. So, wann kriegen wir den Highscore? Okay, ich glaube, das hört nicht auf. Was passiert, wenn ich ganz schnell mit mehreren Fingern machen würde? Okay, dann kann man das nicht auf einmal alles triggern. Schön, nicht wahr? Hat's dir gefallen? Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst.
Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Eigentlich hat er recht, aber wir sind doch nur eine Maschine. Und werden auch mit Dreck wie ein Objekt von den meisten behandelt. Ja, Karl, gehen wir ins Studio. Hallo, Tür? Ach ja, warte mal, da war das Studio, ups. Jetzt weiß ich, warum die Tür nicht aufging. Alles schön behindertengerecht hier. So. Da sind wir. Ach, dafür der Arm. Nein, das ist ja genial. So kann er überall malen. Zieh das Laken weg. Das ist genial. Boah, was ist das denn für eine riesen Leinwand da hinten? Da malt aber jemand richtig viel. Putze, das Studio war noch grau. Wir können noch weiter. Voll der coole Stuhl, den er da hat. Ach, hier können wir noch aufräumen. Nee. Schnell erledigen wir das noch, bevor er uns irgendwelche Anweisungen gibt. Da können wir auch noch aufräumen. Die neuen Farben. Wissen wir endlich auch, was wir da abgeholt haben. So, dann warten wir mal auf weitere Anweisungen, Herr Künstler. So ein großes Bild, da würde ich den Überblick irgendwann verlieren. Aber das sieht nicht mal so schlecht aus. Wo will man so ein Riesending hinhängen? Also, was hältst du davon, Marcus? Gefällt mir, ja, ist okay. Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Ich soll malen? Versuch was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Okay, ich habe gesagt, sowas kriege ich auch noch hin. Dann schauen wir mal, ob wir sowas hinkriegen. Geben wir unser Bestes. Können wir uns ein bisschen künstlerisch engagieren. Finde ein Motiv zum Malen. Karls Bild malen. Den Tisch kannst du malen, das will ich sehen. Mit so vielen Farben und Farbklecksen und abgenutzten Holz. Zack. So, malen wir mal. Zack. Mal nach rechts, mal nach links. Nochmal nach links. Schön können wir das, ne? Ganz einfach. Ja! Das ging aber schnell. Perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserung. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Nicht das, was er sehen wollte.
Aber wir brauchen scheinbar nie wieder einen Kopierer. Wir können das so, perfekt. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Versuchen wir es. Mal schauen, was dabei rauskommt. Identität. Gefangener. Das passt wohl. Und das ist das, was wir sind. Wir Androiden, generell. Auch wenn wir es noch recht gut haben. Also unser Android. Andere haben es da wesentlich schlimmer. Wie Kara zum Beispiel. Kara. Wir haben einen echt netten Herrn bekommen, der sich auch dafür interessiert, dass wir unsere eigenen Erfahrungen machen und ein bisschen leben. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Hey Dad. Leo. Besuch. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Na. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Dann hier arbeiten. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich so nie keine geliebt. Ausrede für dein Verhalten in deinem Dad. Ist auch ein sehr liebevoller Sohn, der kommt nur, wenn er Geld hat oder keins mehr hat oder alles für Drogen verballert hat. Ja, solche Kinder, ja, da kann einen schon leid tun. So, der Maler. Boah, wie viele Abweichungen und Handlungsstränge. Nicht schlecht. Gut. Das war also die Mission der Maler. Zu 63% abgeschlossen. Also zu 63% entdeckt, würde ich behaupten. Gut. Dann, wenn ihr wissen wollt, wie es das nächste Mal weitergeht, nach dem Maler, wie es weitergeht mit Kara und dem Dad, der ziemlich am Boden ist. Und ein ziemliches Arsch. Wie es mit Leo weitergeht. Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Also, lasst einen Daumen da, wenn es gefallen habt und bis zum nächsten Mal und ciao.